Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge bei Kettle und Cups. Wir werden heute Grundlagen der Düngung weitermachen. Feldarbeit haben wir abgeschlossen. Drillsaat brauchen wir noch einmal und Aussaat auch noch einmal. Hier machen wir mal Düngung. Düngen, ne? Beginnen. Schauen wir mal, ne, was wir Düngen machen müssen. Ob wieder mit Flüssigdünger oder so, weiß ich nicht. Oder trocken, streumäßig. Schauen wir. Also ich bin echt neugierig, was noch alles kommt, ne, was hier noch kommt an Tiersorten, an Stellen. Auch wir mal, für wieder Kühe haben werden, ne? Oh, Gülle. So, wir werden mal gucken. Erstmal beginnen, ne? Der Brüder macht schon mal auf. Dünger wirft besonders auf Pflanzenwachstum aus. Dabei ist immer ein gewisser Zielbereich zu beachten. Zu wenig Dünger oder zu viel und die Pflanze wächst zu langsam oder gar nicht. Bei Dünger kommt es oft neben anderen Inhaltsstoffen zu großen und ganz vor allem auf Nährstoffe Stickstoff, N, Phosphat, P und Kalium an. Jede Fruchtart hat unterschiedliche Ansprüche an Nährstoffangebot im Boden. Während Feldgras bei optimalerweise ca. 300 Gramm, Kilogramm Kalium pro Hektar benötigt, braucht Weizen nur 160 Kilogramm Hektar. Diese Anforderungen werden im Feldmenü aufgelistet. Da muss man hier so sehr, sehr viel aufpassen hier beim Düngen. Ne? Es gibt verschiedene Düngetypen, die sich in Konsistenz und Art der Ausbringung unterscheiden. Wirtschaftsdünger, der sich auf natürliche Art und Weise herstellt, zum Beispiel Rindergülle, Gärreste, Mineraldünger in der Granulatform ausgewählt oder Flüssigdünger, der mit Feldspritzen direkt auf die Pflanzen gespritzt wird. Darüber hinaus verschiedene Düngesorten nach unterschiedlichen Inhaltsstoffen. Gerade mit Kunstdünger kann man gezielt 1 oder 2 pk-Werte aufbessern. Dann mal weiter. Zuerst sehen wir uns jetzt ein Feld an und Feld und seine aktuellen Bodenwerte an. Das passiert im Feldmenü. Das F1 im Besitz? Nö. Na, hier Feldmenü. Aktuell Feld 18. Da sehen wir aktuell 2 Hektar wenig. Sommergerste, also Stickstoff sind wir im unteren grünen Bereich. Phosphat ist leicht im roten und Kalium ist auch im grünen Bereich. Feuchtigkeit ist okay. Und Temperatur ist auch okay. Blau. 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 Schwarz. Gut. Schwarz. Gut, angesehen haben wir das. Ich finde alles klasse im Feld. Hier kannst du die aktuelle Düngung deines Feldes einsehen und eine Referenz vergleichen. Ja. Diesen Feld soll später meist angebaut. Um eine Referenz für Düngung zu haben, kannst du hier Fruchtart auswählen, die du später pflanzen möchtest. Ich meine mal zu sagen, Mais. Wir haben hier 4 Feldsorten. Das ist nicht viel. Aber wir sind ja nicht gewohnt, ne? So. Phosphat ist wenig. Wie gesagt, das hat sich hier nicht geändert. Mais braucht Kalium 193, Stickstoff, Phosphat 86 und Stickstoff 153 Kilogramm pro Hektar. Im Bereich Wachstumsfaktoren findest du alle wichtigen Informationen zur Pflanzenstoffversorgung deiner Pflanzen. Der Balken zeigt den Zustand und Feld zur eingestellten Fruchtreferenz an. Die Mengen am Balken geben dabei den Durchschnitt verteilt aufs ganze Feld an. Wenn du schon eine Frucht auf dem Feld angebaut hast, wird die Fruchtreferenz automatisch eingestellt. Der aber noch nicht gesät haben, muss die Referenz eingestellt werden. Ach so. Die Pflanze braucht im Laufe ihres Wachstumszeit Nährstoffe im Boden und wandelt diese mit Hilfe von Licht, Wasser, Luft in Masse um.
Du solltest am Anfang des Wachstums ein oder zwei Düngeangaben sicherstellen, dass die Pflanze genügend Stoff für den gesamten Wachstumszyklus hat. Der Marker zeigt dir die Menge des Nährstoffs auf dem Feld an. Sollte aber nicht zu wenig Nährstoff, wo ansonsten zu oft nachgedüngt werden muss. Solltest versuchen, möglichst passende Mengen an Düngen, ein guter Richtwert ist, am Ende des grünen Bereichs zu bekommen. Wenn du mehr ausbringst, würde das Feld überdüngen, was zur Pflanzenwachstum und dem Problem der Umwelt führen kann. Ja, okay. Also im Grunde überall fehlt es gewaltig. Ne? Also hier Stickstoff fehlt noch viel, Phosphat und Kalium. Es kann noch, ne? Hier Daumen hoch ist gut, Daumen runter ist schlecht. Gut. Was nächstes? Keine Ahnung. Ja, fertig, gelesen haben wir es. Aktiviere die Stickstoffbalancierung. Der Dünger kann, so wie andere, fällt eigentlich auch mittels eines Headmap des Feldes visualisiert werden. Dazu kannst du ein Auge neben das Feld aktivieren, haben wir schon gemacht. Nach einer kurzen Berechnungszeit wird dir auf dem Map die aktuelle Chance des Nährstoffes angezeigt. Der Zustand wird dir auch auf der Minimap angezeigt, solange die Vision aktiviert ist. Wird die Anzahl regelmäßig aktualisiert, somit kannst du deine Ausgemenge immer im Überblick behalten. Aha. Der aktuelle Status des Feldes sagt, wir haben durchschnittlich 50 Kilogramm Stickstoff, 20 Kilogramm Phosphat und 50 Kilogramm Kalium pro Hektar. Ja, gut. Sieht man aus der Frucht des Vermeis an, also man sieht sich der Fruchttrennfrenz vermeist an, dass die Mengen am Dünger auf dem Feld deutlich zu wenig. Es werden insgesamt 195 Kilogramm Stickstoff, 86 Kilogramm Phosphat und 130 Kilogramm Kalium allein pro Hektar benötigt. Wenn man nun die auf dem Feld schon vorhandenen Dünger des Erwartens abzieht, bleiben 145 Kilogramm Stickstoff, 66 Gramm Phosphat, 143 Gramm Kalium pro Hektar, die noch benötigt werden. Mensch, ist das anstrengend. Bin kein großer Leser. So. Wir wissen jetzt, wie viel Dünger auf dem Feld noch benötigt wird. Das Ziel ist nun also, den fehlenden Stickstoff, Phosphat und Kaliumanteile anzubringen. Dazu sollte ein passender Dünger gewählt werden, die Mengenverhältnis. Wollen wir alle aufschreiben, Mensch. Da werden wir den Düngerrechner am Rate ziehen. Jetzt bin ich im Haus, glaube ich. Geh zu meinem PC. Bin doch längst da. Der Düngerrechner, der Düngerrechner dient dazu, dass die Menge für die Ziel-NPK-Werte auszurechnen. Wie vorher ausgerechnet, hätte ich mir aufschreiben sollen, das kann ich mir nicht auf Dauer merken. Fehlen ca. 145 Gramm Stickstoff, 6 Kilogramm Phosphat und 143 Kilogramm Kalium pro Hektar. Die Mengen stehen daher ein ungefähren Verhältnis von 5 zu 2 und zu 5. Wir sollten also einen Dünger finden, der etwas Verhältnis hat. Ah, das ist gut. Da wird es mehrere Sorten geben. Er lässt es egal, Hauptsache Dünger. So, weiter. Ja, Verhältnis. Blättere nach links und so. Düngemittel. Zeig mal nach links. Wo ist das? Düngemittel. 10 Kilogramm. Düngemittel, Menge. Harsch, ach hier unten da sicherlich.
zweimal links. 20, 10, 10. 10, 18, 18. N. Klärschlamm. Ach, wir haben ja auch ein Güllefass auf dem Acker. Im rechten Bereich sieht man anhand der Prozentzahl unter der Menge des NPK-Gehalts von 0,18, 0,16 und 0,02%, also jeweils Stickstoff, Phosphor und Kalium. Ganz grob entspricht es ein Verhältnis von 2 zu 1 zu 5 zu 0. Das passt leider nicht zu den fehlenden Werten auf dem Feld, da Kalium kaum enthalten ist. Sehen wir uns das nächste Düngemittel an. Einmal nach links zur Mastbodengülle. Die Mastbodengülle passt hier am besten. Die Differenz zwischen Stickstoff, Phosphat und Kalium liegt bei N0,48, P2,2 und Kalium 0,54. Etwas im gewollten Bereich von 2,5. Auch wenn mit leichten Kaliumüberschuss weiter. Ich meine, bei Gülle bin ich nicht so sicher, das ist ungenau. So, stelle die Menge auf 300.000 ein. So viel. Das Problem ist, wenn du da jetzt mal irgendwo stehen bleibst und nicht um die Kurve kommst, dann knallst du mehr rein. Das ist auch mächtig umständlich, ne? Hier geht 10.000. Das ist nicht schlecht, wenn man es vorher weiß. Wir wollen nämlich genau 30.000 haben. Ah, geht auch so. Fast, fast. Hätte 100 machen können. Okay. Und fast geschafft. Jo! 144 zu 65 kann man hier auch lesen. 162. Weiter. Ey, plötzlich war da. C. Öffne das Radialmenü. Alle Düngemaschinen haben die Möglichkeit, die Ausbildmenge einzustellen. Damit kannst du sicherstellen, dass du genau die Menge an Dünger auf dem Feld bringst, die du ausbringen möchtest. Je nach Dünger, Feldzustand und Frucht solltest du die Ausbringungsmenge passend einstellen, um die optimale Versorgung der Pflanze zu gewährleisten. 18.000? Das reicht doch garantiert nicht. So, mit Mausrad. Wechselzugestelle, Gestänge. Ist das hier, was das hier meint? Normal E. Dreißigtausend einstellen. Wie geht das wieder? Ach da. E.
Ach so, mit dem linken Maus mit Taste, also einschlagen. Schließe. Dünge die erste Fahrbahn. Gut, dann werden wir gleich mal Tippe mal echeln. Da das ist ein ganz komisches System. Normalerweise würde ich mal sagen, naja, kein Kursberechnung. Wie gesagt, das ist irgendwie. Ach, jetzt kann man nämlich auch hier sehen, entsprechend was gedüngt wurde. Aha, okay. Öffnen das Feldmenü. So. Fahren wir weiter. Sieht nur, obwohl ein Cover auf der Map ist, klar, dass wir kennen. Gülle weiter. Gut. Ich muss abbrechen und wäre weitergefahren. So, wer eine Gülle mit Innenstoff auf Messerzug angepasst ist, kann es aber auch vorkommen, dass es gar kein perfekt Düngerfeld gibt. In solchen Fällen wird aber mehrmals in verschiedenen Düngetypen düngen, um gezielt den Wert N, P und K Wert zu erhöhen. Im folgenden Beispiel hat unser Feld einen Stickstoff- und Phosphatmangel, während Kalt und nicht nachgedüngt werden muss. Jo, gut, weiter. Also bestimmt hier noch Stickstoff und Phosphat nachdüngen. Öffne das Feldmenü. Haben wir. Wie im ersten sieht man die aktuelle Werte. Stickstoff und Phosphat sind beide jeweils im unteren Bereich. Wie viel haben wir jetzt das hier? Jetzt haben wir im Feld 12. In diesem Jahr wurde kürzlich Weizen gepflanzt, welcher schon als Fruchtsinn ausgewählt ist. Weiter. Vielleicht mal das Feld mit Referenzwerten zeigt sich 70 Kilogramm Stickstoff und 75 Kilogramm Phosphat da fehlen. Nun gibt es also wiederum passende Düngetypen, um Mengen zu finden. Oh je. Das halte ich persönlich für umständlich. Aber gut, wir wollen es ja so machen. Geht's ja, mein PC. Ich brauche rund 70 Kilogramm. Wähle den ersten Düngemittel Feststoffdünger NP1227. NP. Das ist nichts. Gut. Setze die Menge auf 280 Kilogramm. Das müssen wir mal hier mal Minus machen. Minus 10.000, ne? Und es dauert Ewigkeiten. Gut, jetzt machen wir 100 Werte. 10, 82, ja, 300. Und dann minus 10. Mal. So, mit NP12-27 haben wir zwar schon etwas Stickstoff, etwa reicht hier noch nicht. Also ein zweiter Düngemittel für selbe Stickstoff benötigt. Wähle als zweites Düngemittel eine Harnstofflösung AHL28 in der zweiten Zeile. Aha. Das macht ja auch Sinn, wenn man sich Dünger sich zurechtmischt, ne? So, in der zweiten Reihe Harnstofflösung. Das ist der andere. Da haben wir ihn schon. Stell die Menge von 100 Kilogramm ein. Ach so.
So, Preis, teuer. Weiter. Achso, jetzt gewachsen, muss er. Die ausgebrechte Menge muss nur noch teuer eingestellt werden, um nicht zu viel und nicht zu wenig Fosfor auszubringen. Wie geht das? Radialmenü, logisch. Dann gehen wir auf mit E. Dann stelle die Ausbringmenge ein. Wie viel ist das? Zweihundertfünfzig Kilogramm. Gut. Und dann düngen wir, ne? Dünge die erste Bahn. Nix, ne? Mal zu sehen. Also sehen ist nichts. So, mal ganz kurz anhalten. Mal wieder hochbringen, ne? Das will ich nicht so absichtlich, glaube ich. Auf 1. Hebt den an. Gut. B. T. Also macht nicht, was ich soll, also. Düngen die erste Bahn. Ob es ein Bug ist, ich weiß es nicht. Dann düngt ja ganz kurz, ne? Aber dann bleibt nicht an, ne? Also ich meckert jetzt. Jo. Jetzt wollen wir noch Flüssigdünger auf dem Feld ausbringen. Genauso wie beim Düngerstreuer sollte ausbringen eingestellt werden. Achso, immer Radialmenü erstmal. So. Wechsel zu Landcruiser. Alle an ausschalten, mach so. Das ist jetzt Wechsel zu Dammgruß, also im Prinzip hier hinteren Teil. E. Jetzt klar, Kuba vorne und hier hinten.
Gallery auf 100 Hektar, 100. Und das hätten wir vielleicht vorhin auch machen müssen, ne? Anstellen müssen über die Steuerung. Gut, wir sind ein bisschen schlauer geworden. Oh, Überlänge, das macht aber nichts. Jetzt bin ich durch heute. Das Düngen fertig kriegen hier. Ja, das ist aber schon einigermaßen schön, ne? Nur zu sagen, ich habe aber volle Einstellungen eingestellt. Also grafisch kann ich jetzt nichts erkennen, was sagen könnte, das ist schlechter wie LS, ne? Sehe die Spur von Festdünger hier. Ah, das sind die 100 Gramm. Ist aber reichlich kompliziert, ne? Also nicht gerade, wie soll ich sagen, arbeitsfreundlich, nimmt man richtig Aufwand, ne? Ein bisschen verwöhnt, muss man dazu sagen, ne? Also LS heißt ja nur Dünger, ne? Entweder Feststoff oder flüssig, kann man sich aussuchen, im Grunde egal. Zusammensetzung ist auch völlig wurscht, das ist halt so, ne? Ich würde auch persönlich auch, wenn ich Gülle hätte von den Bullen, die so oder so verwenden, ne? Weil die ist ja da halt da, die kostet mir ja nichts, muss ich so oder so irgendwo und, verwerten. Und somit ist das immer außer Frage, dass man vielleicht ergänzen muss mit einem Feststoff oder flüssig. Das ist natürlich dann logisch, ne? So. So. Wir sind fertig. Dann beenden wir das Tutorial, ne? Abschließend. So, liebe Schauer, das soll es auch heute gewesen sein. Ich sage auch schon Dank fürs Reinschauen. Ne? Über Folge, will ich entschuldigen, aber geht nicht anders. Tschüss, ciao, ciao. Und danke fürs Reinschauen, fürs lange da bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.